Okay, so ihr Lieben, und jetzt kommt die eigentliche Aufgabe. Macht ein Mini-Video, eine Minute, maximal 1,20 oder so. Und macht diese physische Aktivität, während ihr einen Hate Speech haltet. Und zwar genau mit den drei Dingen, die ihr aufgeschrieben habt, die ihr positiv findet. Ich möchte euch hier kein Beispiel geben, aber ihr versteht schon, was ich meine. Ich möchte sehen, dass ihr es absolut scheiße findet, was ihr gerade eben aufgeschrieben habt, was ihr positiv findet, während ihr eine physische Aktivität macht. Und go! Ich habe es endlich geschafft, mein Scheißzimmer zu streichen in einem genau perfekten Braunton. Und ich habe gemerkt, dass mich das unglaublich ankotzt. Ich muss sagen, ich lerne gerade klarzukommen, wie ich alleine klarkomme in der Wohnung. Das ist bescheuert. Meine scheiß Nachbarn grüßen mich und fragen plötzlich, hey, kann ich auch was für sie tun? Hey, ich könnte ja für sie einkaufen gehen. Und dann, jeder meint, jeder ist mit jedem per Du. Jeder redet einen an, ruft einen an. Und ich habe wieder Zeit für meine Familie. Ich habe Zeit, mit denen abends zu essen. Erzählt einem, schreibt einem WhatsApp-Nachrichten, überall, ständig, mit Leuten, von denen man seit 1000 Jahren nichts mehr gehört hat. Was soll denn das? Weil ich jetzt erst verstehe, dass das der richtige Job für mich ist, wo irgendwie wo ich jetzt merke, wenn ich es nicht mache, merke ich, dass es das Richtige ist, weil ich merke, es fehlt mir. Also wenn ich sowas höre, ne, das ist noch schlimmer. Tokio! 40 Millionen Menschen sehen den blauen Himmel! 40 Millionen Menschen sehen den blauen Himmel! Zeit kam endlos. Muss die Politik endlich mal wegen Corona auf die Idee kommen zu regieren. Jetzt kommt so ein scheiß Virus und plötzlich ist alles möglich. Ja, plötzlich geht es alles. Ey, das ist echt, boah. Ich kann überhaupt nicht mehr Auto fahren. Das ist ich habe vor 3 Wochen das letzte Mal getankt. Ich hab ohne Zeitdruck, keiner redet mehr rein, ich hab Muße für Dinge. Sowas wie malen, kreativ ausleben, schreiben. Es ist unfassbar, wie viel Zeit ich für Malen verschwende. Whatever, es geht mir so auf den Sack. Ich habe keinen Bock mehr darauf, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen. Das ist die größte Scheiße. Oh, Mann. Ist scheiße, ne? Ist richtig scheiße, aber Leute rasieren sich für einen. Bescheuert. Das ist das Dümmste, was ich jemals gehört habe, aber...